ich nur sagen, es ist richtig schön, aber es ist eine typische Color, um ins Wasser zu springen, um eine Runde schwimmen zu gehen. I get so caught up in the meter. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky. I wanna let the door hit when I leave. Schönen guten Morgen aus Menorca. Es ist Tag 2. Es ist noch nicht mal 7 Uhr. Wir sind schon on the road, denn wir wollen heute zur Cala Turqueta. Ja, da soll es mega früh, mega voll sein und ab einer gewissen Uhrzeit kommt man nicht mehr rein. Deswegen sind wir schon mega früh auf dem Weg dorthin. Wir sehen gerade den Sonnenaufgang, richtig, richtig schön. Und ja, wir erzählen euch auf jeden Fall gleich, ob wir reingekommen sind, ob wir angekommen sind und zeigen euch die wunderschöne Bucht. Thinking of drowning in this blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. So, wir sind angekommen hier in Cala in Turqueta und es ist jetzt schon mega voll hier auf dem Parkplatz und es soll auch gleich zugemacht werden und es ist mal gerade 10 nach 7, also wenn ihr hierher kommen wollt zur Cala in Turqueta, müsst ihr wirklich früh aufstehen und hierher kommen, weil sonst wird das nichts. I can't hide, what this is, yeah, I keep drowning in those blue eyes, and you can... Also ist schon ein Stückchen, dass man hier runtergehen muss, ein bisschen Waldweg wieder, aber es ist eigentlich voll schön, es ist noch schön erfrischend kühl. Aber was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist ein Sonnenschirm mitzunehmen, weil damit wir uns nicht wieder so verbrennen wie gestern und ein bisschen was zum Snacken, Wasser trinken, Sonnencreme, ganz wichtig und dann könnt ihr auch einen wunderschönen Tag hier verbringen. Also der Weg zum Strand ist doch ein bisschen länger als gedacht. Man geht hier mitten durch den Wald und zum Thema Temperatur, es ist hier relativ kalt, also es ist wirklich kühl. Oben, wo man parkt, auf dem Parkplatz, da wo die Autos stehen, merkt man das gar nicht so. Aber wenn man jetzt diesen Berg runter geht durch die Bäume, man merkt schon, dass es hier auch sehr feucht ist, ne? Ja, also ich habe mir ein Handtuch umgeschmissen, weil mir war kühl. So, wir sind angekommen, wir sind direkt vorm Wasser, haben uns jetzt ein Plätzchen gesucht und wie man sehen kann, es ist schon recht voll, die Leute kommen gerade alle und ja, es ist auf jeden Fall sehr schön. Das Wasser ist wärmer als der Sand. Der Sand ist richtig kalt, muss ich sagen, von der Feuchtigkeit. Und das Wasser ist schön warm. Also wenn die Sonne rauskommt, werden wir auf jeden Fall sofort reinspringen. Cala in Turqueta ist wirklich einer der exklusivsten Orte hier auf Menorca. Es ist eine ganz kleine Bucht. Und jetzt sind wir hier, jetzt wissen wir auch warum. Man fühlt sich wirklich hier wie in dem Film The Beach. Man ist ganz alleine hier in einem paradiesischen Ort, der auch sehr klein ist. Also wirklich nur die ersten Leute, die früh aufstehen, haben das Glück, es zu sehen. Und es ist wirklich wert, einmal morgens ein bisschen sich zu quälen und hierher zu kommen. Aber es ist echt sehr, sehr, sehr toll, muss ich sagen. If it gets too dark, I'll be
Also hier in der Cala Turqueta, wenn man an dem Strand liegt und aufs Meer guckt, kann man ganz links einmal um die Kurve gehen. Und dann kommt man an, wo ich jetzt bin. Dann ist man auf diesen Felsen drauf. Und auf dem Weg hierhin habe ich wirklich Leute in so Hängematten schlafen gesehen. Die haben die wirklich so an Baum und Baum gespannt und waren da am Schlafen. Aber ich bin natürlich ganz leise vorbeigelaufen. Ich wollte die armen Leute nicht aufwecken, weil es auch sehr früh ist. Aber man braucht wirklich Mut, um sowas zu machen, weil die schlafen wirklich hier in der freien Natur in so einer Hängematte. Und da laufen natürlich Leute wie ich einfach so vorbei. Und ja, das ist schon krass, oder? Aber voll interessant. Mega. So, wir gehen jetzt mal eine Runde schwimmen ins kristallklare Wasser. Kommt mit. Quality check, Cala in Turqueta. I get so caught up in the mirror, thinking of drowning in his blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Nach einem schönen Morgen in La Cala Turqueta haben wir uns entschieden weiterzufahren. Jetzt sind wir in Cala Embrut. Das ist eine Cala oder eine Bucht, wo es so Plattformen gibt. Die wurden richtig dahin gebaut, die sieht man hinter mir. Von da kann man ins Wasser springen und das möchten jetzt Anka und ich gerne machen. Einen großen Unterschied, den man auf jeden Fall sieht, ist, dass wenn man zu der Cala Turqueta möchte oder zu der Turqueta Bucht, muss man auf jeden Fall sehr früh aufstehen. Hier sieht es nicht so voll aus, außerdem ist das auch direkt an dem Dorf. Also man kann hier auf dieser Straße parken und dann kurz runtergehen und man ist direkt im Wasser. Es sieht nicht so voll aus. Okay, es ist auch fast 15 Uhr, aber es ist halt anders. Die andere ist eine etwas natürliche Bucht, die so einen Weg runtergeht. Man muss da ungefähr 15 Minuten bis zu 15-20 Minuten runtergehen. Und hier sind es nur ein paar Treppen und man ist direkt in dem schönen blauen Wasser. I'm running for you.
gehen. Also es ist wirklich kein Stückchen Sand hier weit und breit. Aber für Leute, die gerne ins Wasser springen, ist es hier ein absoluter Topstrand. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in his blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Unser Tipp an euch ist einfach, kommt nachmittags hier zu Kala im Brut, dann ist es nicht so voll und ihr könnt einfach ins Wasser springen, ohne Schlange zu stehen. Well, eines der typischsten traditionellen Dörfer hier auf Menorca. Es ist ein kleines Fischerdorf, direkt 5 Kilometer vom Flughafen entfernt und das wollen wir euch jetzt mal zeigen. Wir sind jetzt rein hier nach Maon gefahren. Es ist die Hauptstadt hier von der Insel, direkt neben dem Flughafen, und die werden wir jetzt erkunden. Wir sind ja ungefähr links unten auf der Insel in Cala en Bosc, ungefähr 20 Minuten südlich von Ciutadella. Und wenn ihr von dort hier hin wollt, müsst ihr ungefähr eine Stunde Fahrt einplanen. Wir sind direkt hier am Platz in der Kirche und hier kann man auch wunderbar zu Abend essen und was Leckeres trinken. Wir sind jetzt runtergefahren nach Papun Menorca, das ist direkt hinten am Wasser, das ist direkt hinter uns. Und hier werden wir jetzt wunderbar zu Abend essen. Dieses Restaurant wurde uns empfohlen. Da alle Tische bis jetzt noch voll sind, wurden wir eingeladen, uns hier an diesem Tisch an der Theke hinzusetzen und vorher schon mal mit einem Drink uns aufzuwärmen. Und sie haben uns gesagt, so etwa in 15 bis 20 Minuten dürfen wir uns dann hinsetzen. Abendessen ist da, wir haben lecker Hähnchen und Nachos mit Käse bekommen. Super heiß, super lecker. Wir fehlen jetzt noch die Süßkartoffeln. Auf die freue ich mich ganz besonders, weil danach habe ich mega Heißhunger drauf seit einigen Tagen. Ich würde sagen, guten Appetit und bis später. Wir sehen uns morgen wieder im Vlog Teil 2 hier von Menorca. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal.